Mitte des Jahres, genauer gesagt, teilte die 49-Jährige unter uns Star Claudel Deckert mit, dass eine neue Phase des Lebens bevorsteht, die des Großmutterseins. Die frohe Botschaft kam von ihrer Tochter Romy, 26, und deren Ehemann Christian, 29, die voller Vorfreude verkündeten, dass sie ein Kind erwarten. Die Spannung und Erwartung steigerten sich, bis schließlich der ersehnte Moment gekommen war. Claudel ist Oma geworden. Romy, die 26-jährige Tochter, informierte ihre Anhänger auf Instagram über die Geburt ihres Sohnes. Ein berührendes Bild zeigte Romy und Christian, wie sie die zarten Finger ihres neugeborenen Wonnebottens hielten. Charles, 10. November 2023 vom Bauch direkt in unser Herz, lautete Romys emotionaler Beitrag, indem sie ihre Liebe, Freude und Glück zum Ausdruck brachte und betonte, wie sehr sie das Kennenlernen genießen. Dell, die frisch gebackene Großmutter, ließ es sich nicht nehmen, den Instagram-Post ihrer Tochter zu kommentieren. Dabei verrät die Schauspielerin sogar den vollen Namen ihres Enkels, Charles Dean Deckert, fügte sie hinzu. Schon einige Monate zuvor hatte Romy in einem Gespräch mit RTL unbeabsichtigt verraten, dass ihre Mutter Großmutter eines Jungen werden würde. Damals beschrieb Romy, wie Claudel mit ihrer unterstützenden Art ihre Träume beflügelt. Wenn er irgendwelche Träume hat, dann wird sie sagen, zu 100% kriegst du das hin, wenn du das willst. In ihrer eigenen Instagram-Story hieß Romy ihren kleinen Sonnenschein herzlich willkommen. Charlie, we love you. Ma pa omili, schrieb sie, und die Freude über das Familienglück strahlte aus ihren Worten. Gegenüber RTL bestätigte die 49-jährige Claudel schließlich die Geburt ihres Enkelsohnes. Mit größtem Stolz und unendlicher Liebe möchte ich die Geburt meines geliebten Enkelsohnes Charles Dean bekannt geben, erklärte die überglückliche Großmutter. Der Moment des neuen Lebens in ihrer Familie sei für Claudel ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Sie sei zutiefst dankbar für dieses Wunder, das ihr Leben mit Freude und Liebe bereichern würde. Auch Claudel selbst hat ihr Glück gefunden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Olsson, 62, lebt sie abwechselnd in Düsseldorf, Amsterdam oder auf Mallorca und kostet das Leben in vollen Zügen aus. Ihr Lebensweg scheint von Liebe, Familie und Glück gepflastert zu sein, und sie schätzt jeden Augenblick dieses neuen Kapitels im Buch ihres Lebens.